Herzlich willkommen, mein Name ist Silvia Schneider. Ich darf euch durch den heutigen Abend führen. Wir stellen Ihnen jetzt so die Finalisten dieses Studio 71 Bootcamps vor. Also ich finde es super, dass man neue Freunde kennenlernt, die diese Leidenschaft haben. Das ganze Bootcamp hat mir gelehrt, ein bisschen mehr aus mir rauszugehen und Interviews zu führen und sich nicht so sehr zu schämen dafür, was ich sage, auch wenn es Blödsinn ist. Und ja, einfach mit anderen Leuten zusammenzuarbeiten. Die Bootcamps haben sich alle super entwickelt, sei es von der Abozahl, von den Viewzahlen oder einfach auch die Sachen, die sie geändert haben, dass sie ihren Hintergrund geändert haben, dass sie flüssiger reden können jetzt vor der Kamera. Es sind ganz viele kleine Sachen, die alle wirklich gut gemacht haben. Okay. Gewonnen beim Studio 71 Bootcamp Austria hat Jana Klahn! Gratuliere dir! Komm in die Mitte! Jana, wie fast wie nach dem Abfahrtsrennen, wie fühlt sich das jetzt an? Hast du damit gerechnet? Was war deine Taktik? Ja, eine richtige Taktik habe ich da nicht. Studio 71 habe ich als mega nette Familie erlebt. Also es sind alle total lieb zu mir. Ich kann es gar nicht glauben, wie zuckersüß die alle sind. Also ich bin mega froh, dann Teil davon sein zu dürfen. Ich glaube, ich war mit den Nerven mehr fertig als die Bootcampler, weil ich mir einfach dachte, es ist so aufregend, weil die Gewinnerin weiß noch gar nicht, dass sie gewinnen wird. Und ich habe mich so für sie gefreut. Ich glaube, ich konnte das auch schwer verstecken. Jana Klahn hat wirklich durch ihre Persönlichkeit, durch ihre Motivation und durch ihren Ehrgeiz uns so wahnsinnig überzeugt. Die hat es wirklich echt verdient und die hat tatsächlich einen YouTube-Channel um, glaube ich, 400% steigern können in diesen 4 Monaten. Und die hat einfach mit ihrem österreichischen Witz und mit ihrem Charme die User in ihren Bann gezogen. Ich würde allen jungen YouTubern raten, wirklich nur mit Spaß die Videos hochzuladen und nicht sich zu denken, okay, wenn ich jetzt durchstarten will, muss ich 5 Videos die Woche hochladen, weil im Endeffekt sieht der Zuschauer, ob du Spaß hast bei der Sache und das überzeugt dann auch einfach diese Freude, die darüber kommt. Das Bootcamp würde ich auf jeden Fall jedem, der vielleicht mal ein bisschen mehr in die YouTube-Welt eintauchen möchte, empfehlen, weil wir haben mega coole Events erlebt, also zum Beispiel die Schnitzeljagd und Husky-Schlittenfahrt eben, das war alles mega cool.